Kopf sehr an, der Körpergewicht knappe 4 Kilo, Flügelspannweite 2,20 Meter. Spannweite von 2,20 Meter und trotz des Gewichtes. Janine muss weiter zurück, sonst reißt die Besucherköpfe mit sich. Vorsehen! Ja. Wir wollen euch jetzt mal das Gefühl vermitteln, wie es sich anfühlt, wenn so ein Adler Beute macht. Er fliegt nämlich mit geringer Höhe über die Wasseroberfläche und greift sich darunter befindliche Fische aus dem Wasser heraus. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut und haben die Familie Fisch eingeladen. Vorsehen! Ja. Die sitzt hier vorne in der ersten Reihe und kannst dann Pasta nehmen. Das funktioniert. Noch ein Stück weiter zurück, Janine, dann holt sie was raus. So ein Seeadler braucht normalerweise Wind und Thermik. Braucht normalerweise Wind und Thermik. Thermik sind warme, aufsteigende Lüfte. Ja? Nur, warum wir jetzt eine Vorstellung haben, warum das heute nichts macht. Hey, komm mal rüber hier. Bei uns in Deutschland gibt es auch noch einen Seeadler. Und zwar den europäischen, von der Größe her, von der Lebensweise her, sind die